Moin zusammen, Fennec hier. Im Monster Hunter Generations Ultimate gibt es einen Haufen verschiedener Quests und man verliert schnell den Überblick, welche die Story vorantreiben und die Jägerränge erhöhen. Zudem gibt es eine Online-Questline und eine Offline-Questline. In dem heutigen Video erkläre ich euch, welche Online-Quests ihr machen müsst, um eure Jägerränge dort zu erhöhen und die Online-Story abschließen zu können. Hier geht noch ein großer Dank an Noname raus. Ohne ihn wäre dieses Video nicht zustande gekommen, also danke Noname. Bevor wir jetzt in die Quests reingehen, noch eine kleine Info. Für die Online-Questline müsst ihr euch ins Lager teleportieren und von dort aus die Quests starten. Die anderen vier Dörfer sind Bestandteil der Offline-Questline und diese handeln wir im nächsten Video ab. Also wenn ihr wissen wollt, welche Quest ihr im Einzelspielermodus erledigen müsst, schaut gerne die nächsten Tage wieder rein. Gut, das dazu. Fangen wir mal an. Jägerrang 1, die 1-Sterne-Quest. Tezucabra-Tackling. Hier müsst ihr einen Tezucabra erjagen. Verschollen im Jura-Grenzland. Dort erjagt ihr einen Gypsoros. Lokale Bedrohung. Hier wartet ein Jian Kutku auf euch. Schnee vereinzelt Lagombi. Im Schneegebiet dürft ihr euch einem Lagombi stellen. In königlicher Wasserspucker müsst ihr einen Königsludrot erjagen. Habt ihr diese 5 Quests erledigt, könnt ihr die dringende Aufgabe annehmen. Hier müsst ihr dann einen Blangonga erlegen. Das geschafft, erhöht sich der Jägerrang auf 2. Nun habt ihr Zugriff auf die nächsten Quests. In Jägerrang 2 müsst ihr nun folgende Aufgaben erledigen. 2-Sterne-Quests. Der Wüstengourmet mit Nibelsnarf als Gegner. In Ruhestörung erjagt ihr einen Nayarala. Die Hyangaruga-Suche lässt euch nach Hyangaruga suchen, um ihn dann zu erlegen. In Operation Exemplarsicherung müsst ihr einen Nagakuga fangen. In königliches Attentat wird eine Ratian das Opfer eures Jagdtriebs. Als nächstes müsst ihr dann das Malfestio-Festival machen. Hier kämpft ihr gegen Malfestio. Habt ihr diese Quest erledigt, kommt die nächste dringende Aufgabe auf euch zu. In schockierender Schurke müsst ihr dann einen Astalos erjagen. Dies getan, geht's weiter in den Jägerrang 3. 3-Sterne-Quest. Dunkle Flügel, dunkle Werke. Hier kämpft ihr gegen Gormagala. In Schuppen des Schreckens erjagt ihr einen Serigios. Die fiese Furie-Quest lasst euch die Bekanntschaft mit Gammos machen. In Mondlicht-Blubberbad wartet Mitsuzune darauf, euch zu baden. Himmel und Erde gibt euch die Gelegenheit, Rathalos und Ratian zu erjagen. In Klingenglavenus müsst ihr einen Glavenus fangen. Gesagt, getan. Nun wartet wieder eine dringende Aufgabe auf euch. In Doppelkopf-Kadaver dürft ihr eure Fähigkeit gegen einen Narkakos beweisen. Nun geht es auf in den Jägerrang 4. 4-Sterne-Quest. Affenschaukel. Hier erjagt ihr einen Kecherwacher. In Käferappetit müsst ihr einen Seltas erlegen. Panzer aus Stahl. Erjagt einen Daimyo Hermitauer. In Von einer Art dürft ihr wieder gegen Jian Kutku und Gypsoros kämpfen. Habt ihr das erledigt, wartet die nächste dringende Aufgabe auf euch. In Nebelgipfel Plesiot erjagt ihr einen Plesiot und gelangt danach in den Jägerrang 5. 5-Sterne-Quest. Ein Mephestio stellt euch hier in intelligenter Mephestio in den Weg. Der Nayarala ist als nächstes dran, in Serpentinensamba. In Finnenfinder erjagt ihr einen Zamtrios. Eine Albtraumtour erlebt ihr mit Hyangaruga. Ich sehe was, sagt Lavasjot zu euch, den ihr dann einfach umhaut. Das geschafft, dürft ihr wieder dringende Aufgaben erledigen. Ihr wartet in zauberhafter Tanz eine Mitsuzune auf euch und in Felsengott ein Gammos. Dies erledigt, geht es in die 6-Sterne-Quests. 6-Sterne-Quests. In Blitzkrone wollt ihr Astalos diese gleich wieder wegnehmen und erlegt ihn einfach. Das Käferbuffet serviert euch Seltas, Königin Seltas. Ein Aknaktor wartet in Herr der Schmelztiefe auf euch. In Duell in der Vulkanmulde dürft ihr einen Glavenus erjagen. Wem der Gong schlägt, hier erjagt ihr einen Duramboros. Nun heißt es wieder eine dringende Aufgabe zu erledigen. In Seher des Schwertes kämpft ihr gegen Serigios. Danach geht es in den Jägerrang 7. 7-Sterne-Quest. Das Rad anhalten. Hier erlegt ihr einen Shagaru Magala. Die Weiwand-Zusammenkunft. Erjagt einen Astalos und eine Ratian. Das Lied von Weiß und Lapis. Hier erjagt ihr Mitsuzune und Malfestio. Eiskalte Rüstung. Gammos und Zamtrios stellen sich hier in den Weg. Lass es krachen, sagt Brachidius zu euch. Ihr folgt seinem Rat und haut ihn um. Hammer oder Schwert. Uragan und Glavenus streiten sich drum. Dies erledigt, warten wieder 2 dringende Aufgaben auf euch. In Bist du so gut wie alle sagen, müsst ihr gegen Diablos kämpfen.
und in Höllenfeuerstern kämpft ihr gegen Narkakos. Dies erledigt, heiße ich euch im Online-G-Rank willkommen. Hier startet ihr mit den G1-Quests, G1-Stern-Quests. In Hackordnung erjagt ihr einen Jian Kutku. Dem Dieb auf der Spur lässt euch wieder gegen Gypsos kämpfen. Eine unangenehme Überraschung haben Cephadrom und Daimo Hermitower für euch. Die Evolutionslehre bringen euch Giardrom und Bulldrom bei. In Planschbeckenkampf erjagt ihr zwei Königsludros. Danach heißt es wieder auf zur dringenden Aufgabe. In schmutzige Geschäfte sagt Barros Hallo. Ab jetzt starten die G2-Quests. G2-Stern-Quests. Die Königin der Zinne, der Ruinen, ist Ratian. Diese erjagt ihr. In der Schatten im Wüstensee sollt ihr einen Plesiot erjagen. Die Pilzverkostung erlebt ihr bei Kongalala. In die Feldstudien gibt Nersilla Einblicke. Eine Erjagung ist angesagt. Evolvilution. Erjage ein Volvidon und ein Großmakao. In rollende Steine erjagt ihr einen Basarios. Dies getan, warten die nächsten dringenden Aufgaben auf euch. In Dracheninvasion stellt ihr euch Lao Shanglong und versucht ihn zu erlegen oder abzuwehren. Auf geht's in den G-Rang 3, G3 Sternquests. Protokollpionier erjagt Astalos. Wüstenhitze erjagt Glavenos. Der Traum des Ritters, hier erjagt ihr Mitsuzune. In die verschwundene Expedition stellt ihr euch einem Barrios. Eiskaltes Kunstgespür beweist abermals Gamos. Heiße Pein erlebt ihr mit Gravios. Habt ihr die Quests abgeschlossen, wartet in der dringenden Aufgabe Himmelsreißer ein Waldstrax auf euch. Diesen müsst ihr erlegen oder abwehren. Danach geht es in den Endspurt. G4-Stern-Quest. Hörner im Sand. Erjagt einen Diablos. In Dämonen-Joe-Jagd kämpft ihr gegen die Gurke. Dem Tigrex auf der Spur. Erjagt einen Tigrex. Hilferuf aus dem Schneegebirge. Erjagt einen Rajang. Gravierende Schwierigkeiten geben euch Glavenos und Gravios. Diese müsst ihr erjagen. Im Zusammenstoß der Titanen warten Agnaktor und Durambaros auf einen Kampf. Und nun wartet die letzte dringende Aufgabe im Online-Modus auf euch. Die gewundene Ruine. Hier müsst ihr Atalkar erlegen. Wie es geschafft, sage ich herzlichen Glückwunsch zum Durchspielen der Online-Story. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ja, danke nochmal an NoName für die Zusammenstellung der Liste und die Videoidee. In den nächsten Tagen handle ich dann noch die Questline für den Einzelspieler ab. Dann habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.